Herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead Destinies. Ja, in der letzten Folge hat Shane mal wieder sein wahres Gesicht. Shane. Sein wahres Gesicht gezeigt. Wegen ihm ist Dale Herschel gestorben. Bei der Beschaffung von Waffen. Super, super, super. Reduziert Schrotflinten, Rückschuss. Okay. Alle Nahkampfangriffe kosten 15% weniger Ausdauer. Sehr gut. So. Schicksale. Bildschirm surfen, den hatten wir doch gerade. Was habt ihr denn sozusagen nach Herschels Tod? Ja, ich kann dich einerseits verstehen, aber du hast auch recht. Momentan gibt es Wichtigeres. Da könntest du gut recht haben. Bezweifelst an Ricks Liebe? Bitch. Na gut. Wollen wir mal offen. Da ist wieder ein Konflikt. Nee, mischt mal alle nicht. Ja, gebt ihr mal gute Mühe. Alles klar, ich werde dich dran erinnern. Medizin fürs Baby? Ich würde mal eher sagen, Essen. Dass wir eine Flasche geben können und so. Anfang, okay, ich stillen, klar, aber hallo? So, was habt ihr denn? Glenn mit wem? Ach, da sitzt auch noch Beth. Naja. Hoffen wir mal, dass du recht behältst. Beth hat ja eigentlich das schwerste Schicksal im Moment. Vater und Schwester verloren. Herschel und Maggie. Ah, Merle gegen Glenn. Ich habe die Schnauze voll von deinem rassistischen Gelaber, schreit Glenn, während Merle grinsend vor ihm steht. Hey, was kann ich denn dafür, dass ihr alle gleich ausseht? Spottet Merle. Glenn wendet sich der Gruppe zu und zeigt auf Merle. Meint er das ernst? Was? Ich rede vom Pizzaboten, sagt Merle. Glenn ballert zitternd vor Wut seine Faust. Unterstützt Glenn, verteidigt Merle. Nö, diesmal sind wir auf Glenns Seite. Schön zu hören. Schön zu hören, dass wir jetzt all deine Familie sind.
So kann man es auch sehen. So, haben wir hier noch irgendwo Wein? Boah, die Steuerung gerade. Nee. Wollen wir mal schauen, was an Missionen so da ist und ob es wieder Nebenmissionen gibt. Letztes Mal gab es ja ausnahmsweise keine. Okay. Spielspaß. Murray möchte eine Expedition in eine nahegelegene Stadt durchführen. Er glaubt, dass es dort noch versteckte Lebensmittel und Vorräte gibt. Erfolg 3. 4 Fähigkeitspunkte, Scheitern 3. Schuss ins Blaue. Glenn will zu einem Markt in der Nähe gehen, da er glaubt, dort Babyausrüstung finden zu können. Er möchte sicherstellen, dass es Loris Baby im Gefängnis möglichst gut geht. Erfolg 6 Fertigkeitspunkte, Scheitern 1. Und Vertrauenssache. Karl möchte der Gruppe helfen und bietet sich an, alleine nach Vorräten suchen zu gehen. Nein. Auch wenn du am meisten Punkte bringen würdest. Ich habe mich schon für Glenn entschieden, weil Glenn Babynahrung besorgen möchte. So, Killer im Inneren. Gehe in Apotheke des Gefängnisses und sammle Arzneivorräte, damit die Geburt Loris Baby sicher verläuft. Loris Baby kann jetzt jeden Tag geboren werden und der Druck für eine sichere Geburt zu sorgen ist hoch. Karl schlägt vor, die Gefängnisapotheke zu durchsuchen, um vielleicht Vorräte zu finden, die bei der Geburt hilfreich sein könnten. Aber Andrew, der frühere Insasse der Anstalt, hat andere Pläne. Die dumme Drecksau. Gehe zur Apotheke. Einen Moment. Ah. Okay, einmal. Ist die Frage, gehen wir hier lang oder hinten lang? Ja, wir müssen hinten lang. Nein! Wer liegt denn da?
noch was vorgehen und ziehe es kurz um. Nein. Geh in den Hof und sieh nach, was passiert. Ah, Lappa. Wo kommt ihr denn jetzt her? Hallo? Ich kenne die Tasten nicht mehr. So, jetzt kannst du hier. Ach, komm schon. So, Nummer 1. Hallo? Warum? Ach komm schon! Halt! Ey, willst du mich verarschen, Shane? Die fallen dann vom von der Decke runter, sehe ich gerade. Irgendwo ein bisschen Medizin. Falschen Knopf gedrückt, Mann! Kann ich ja durchschießen? Ja, geht. Oh, dich habe ich ja gar nicht gesehen da unten. Wie war denn jetzt noch mal ducken? Ach da. Da hinten ist noch eine. Ja, komm hier. Komm hier, du kleines Miststück.
Nicht? Doch schon. Hinten ist noch einer. Nein, boah, warum schlägt der denn erst in der anderen Richtung? Boah, Leute, ich bräuchte hier mal ein bisschen Leben. Nur ein bisschen. Kann es doch nicht sein, sowas. Genau, das suche ich ja gerade. Medizin suche ich ja gerade. Echt jetzt? Eine Kiste? Nein. What? Denn da? Ach so. Willst du mich denn jetzt verarschen hier? Immer noch? Ja, hier kann ich nicht durchschießen. Das ist ja witzig. Konnte ich da drüben mich verarschen? Warum treffe ich die denn nicht? Aber willst du mich verarschen, was du aussetzt?
Boah. Komm aus der Panik raus. Ach komm schon. Wie sollst du den denn schlagen können hier? Was? Ja, laden mal nach. Hui. Ah. Guck mal da hier. Wop. Hey. Ich habe irgendwie ein bisschen Leben dazu bekommen. Guck, guck. Ja, komm mal hier. Ui, ui. Hey, hey, hey. Ach komm schon, willst du mich verarschen? Komm schon näher an den Zaun ran. Ja, ich hab dich schon gehört. Oi. Moment, meine Freunde.
Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Jo, jetzt sieht's dann aus der Perspektive nicht alles klar. Das Gewehr ist ja absolut scheiße hier. Noch einen. Wow, da ist ja noch einer. Dampfen wir. Jawohl. Denn die letzte. Schmerzmittel. Jetzt. Meine Fresse, Anja. Hallo. Hallo. Schön ist die letzte. Betritt Gefängnisblock C. Der denn? Hallo? Der tut. Ach, da.
Splittergranate. Willst du mich verarschen, das? Ey, sag mal, Shane, wie schlägst du denn jetzt? Halbe Leben wieder weg. Kann's doch nicht sein. Na? Ist er da lang? Können wir nicht rüber? Nein. Im Generatorraum überleben. Halte deinen Kopf unten. Der Rauch ist giftig und wird dir schaden. Wenn du hustest, tut es weh. Duck dich, um sicher zu atmen. Folge den blinkenden Lichtern. Geh auf sie zu und interagiere mit ihnen, um sie auszuschalten und den Alarm zu stoppen. Halte die Generatoren aus. Nähe der Horde. Ja, hopp. Ah!
What? Ah, zu früh. Willst du mich verarschen? Jedes Mal. Oh, schaffen die das, einen zu packen, obwohl man schon ausholt alles? Nein! Was sind die denn jetzt, die man ausschalten muss? Das ist mein Problem. Ich weiß nicht mehr. Der? Okay. Ne, der ist auch grün. Der? Wow. Ach, komm schon. Der sieht mich immer oder wie? Der ist doch tot. Ui, Lori hat diesmal überlebt. Nicht wie in der Serie. Ja, alles klar. Das war's dann für diese Folge. Wir haben wieder einen Teil abgeschlossen. Andrew hat die Gruppe verlassen. Das ist nicht wichtig. Wie Carol hat die Gruppe verlassen. Ach ja, sie ist ja gestorben durch Andrew. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder einen Kommentar. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke einschalten, sowieso. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.